Hallo und herzlich willkommen in meiner Informatik-Ecke. Ihr merkt, außenrum ist der Frühling da, die Vögel zwitschern, es tut mir leid, wenn es ein bisschen stört. Ich kann das hier leider nicht einfach ausblenden. Wie dem auch sei, heute soll es um einen neuen Algorithmus gehen, und zwar den Brazenham-Algorithmus. Bei dem geht es darum, wie man am besten eine Linie zeichnet. Das klingt jetzt vielleicht erstmal blöd, weil ihr denkt jetzt einfach, ja, Linie kann ich einfach zeichnen. Eine Linie hat einen Anfangspunkt, einen Endpunkt, zack. Strich dazwischen rein, fertig ist die Linie, aber so einfach ist es hier in unserer digitalen Welt halt leider nicht. Denn wenn ihr euch euren Bildschirm schon mal genau angeguckt habt, der besteht ja aus lauter kleinen Bildpunkten, den sogenannten Pixeln. Und wenn ich da jetzt eine Linie zeichnen möchte, dann ist das so ähnlich, als wenn ich auf so einem karierten Blatt eine Linie zeichnen will, aber nur dadurch, dass ich diese Kästchen anmalen kann. Und dann wisst ihr schon, was passiert. Ja, dann entsteht so eine Art Treppenmuster, je nachdem, wie von wo die Linie läuft. Und dieser Brazenham-Algorithmus kümmert sich darum, dass so eine Linie dann besonders hübsch ausschaut. Oder ja, es legt generell fest, wie man denn am besten so eine Linie zeichnet. Das ist eine Regel zum gerasterten Linienzeichnen. Genau. Und wir brauchen natürlich ein Raster. Ich habe schon mal eins vorbereitet. Das hier ist unser Raster. Und zwar sind unsere Bildpunkte jetzt in diesem Fall nicht die Kästchen, sondern die Kreuzungen. Gut. Dann schauen wir mal, wo unsere Linie anfängt und aufhört. Hier unten soll unser Ursprung sein. Das heißt, hier unten ist der 0,0-Punkt. Und hier oben soll die Linie aufhören. Da befinden wir uns bei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4. Bei 7, 4 also. Und hier, wir bezeichnen es mal noch als x0 und y0 und x1 und y1. Also nochmal zu merken, hier rüber läuft die x-Achse, hier hoch soll unsere y-Achse laufen. Was wir jetzt als erstes ausrechnen müssen, sind ein paar Daten, die wir später für den Algorithmus brauchen. Zum Beispiel erstmal die Differenz zwischen den jeweiligen Achsenwerten, also zwischen den jeweiligen Werten auf der Achse. Also die Differenz zwischen x1 und x0 bezeichnen wir hier mal als dx. x1 minus x0 ist in unserem Fall ja 7 minus 0, also 7. Das gleiche haben wir für dy und ist in unserem Fall 4. Ich schreibe es auch schnell. Minus y0. So. Die beiden Werte werden wir später öfter mal brauchen. Dann ist es noch so, man legt immer fest, welche Richtung schneller ist. In unserem Fall ist das das x, denn das x hier steigt schneller an sozusagen, oder beziehungsweise der Endpunkt hat einen höheren x-Anteil als y-Anteil. Das x hier ist größer als das y. Das heißt, unsere schnelle Richtung ist die x-Richtung. So, das haben wir auch notiert. Und dann gibt es noch immer den sogenannten Fehler, den bezeichne ich hier mal mit f. Und der wird initial berechnet, und zwar indem wir unsere dx, also unsere schnelle Richtung, halbieren. Das ist dann, die Hälfte von 7 sind 3,5. Das ist unser Initialwert für unseren Fehler, den brauchen wir später noch. So, dann fängt der Algorithmus jetzt erst richtig an. Das Erste, was man immer macht, ist, man kann den ersten Punkt schon mal setzen. Denn unsere Linie, so ist das jetzt in unserem Fall oder auch generell für den Algorithmus definiert, dass man immer, also der Algorithmus geht immer davon aus, dass man schon bei richtigen Pixelwerten anfängt und nicht bei irgendwelchen kryptischen Kommazahlen. Deswegen kann man natürlich auch den allerersten Punkt schon mal setzen. Den kennen wir ja, das ist der 0,0-Punkt. Den letzten Punkt könnten wir theoretisch auch schon mal malen, kann man am Anfang machen, aber wir machen es ganz zum Schluss, weil wir laufen jetzt diese Linie einfach mal entlang. Und dann male ich hier noch Pfeile ein, damit wir wissen, wo wir gerade stehen. Bei den x-Werten sind wir bei der 0, bei den y-Werten sind wir auch bei der 0. Und was jetzt passiert ist, wir laufen so lange die x-Werte entlang,
bis wir da sind, wo wir hin möchten, also bis wir bei der 7 sind. Und es kann sein, dass wir bei jedem Schritt einen y-Wert hochgehen oder auch nicht. Das müssen wir dann eben immer entscheiden. Aber der x-Wert wird in unserem Fall immer hochgelaufen, weil das die schnelle Richtung ist, der y-Wert nicht. Wäre das andersrum, dann muss man es eben verdrehen. Also wäre die schnelle Richtung y, wäre es genau andersrum. Gut, dann können wir starten. Als erstes, der erste Schritt in unserer Schleife, die wir durchlaufen, ist, dass wir eben mit dem x-Wert 1 hochgehen. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier. Da haben wir noch keinen Punkt hingemalt. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir beim y-Wert einen Schritt nach oben gehen oder nicht. Dazu müssen wir uns unseren Fehler angucken. Und der Fehler wird jetzt neu berechnet oder verändert. Und zwar ziehen wir dy vom Fehler ab. Das heißt, unser bisheriger Fehler war 3,5. Wir ziehen dy ab, also die langsame Richtung. Das ist ja in unserem Fall 4 und erhalten dann 0,5. Quatsch, wir erhalten natürlich minus 0,5. Gut, ihr habt aufgepasst. Alles klar. Und wir müssen jetzt gucken, ob die Zahl, die wir jetzt im Fehler haben, kleiner ist als 0 oder größer ist als 0. In unserem Fall ist sie kleiner. Und wenn sie kleiner ist, bedeutet das, dass wir mit der langsamen Richtung einen Schritt nach oben gehen dürfen. Das heißt, wir landen jetzt hier beim y und schauen mal, wo unsere Pfeile sind. Die zeigen auf diesen Punkt. Das heißt, der Punkt hier wird markiert. Wenn wir mit dem y 1 hochgegangen sind, dann müssen wir zum Schluss unseren Fehler wieder verändern. Ich schreibe jetzt mal hier weiter, sonst geht mir nämlich der Platz aus. Wir müssen den Fehler nochmal verändern. Wir müssen nämlich dx wieder dazu zählen. Das heißt, minus 0,5 plus 7 sind 6,5. Das schreibe ich mir schon mal hier rein, damit ich es weiß. Denn jetzt geht der nächste Schleifendurchlauf los. Wir haben jetzt einen Durchlauf beendet. Und ihr wisst noch, was machen wir am Anfang immer? Wir gehen mit dem x ein zweiter. Danach f neu berechnen. Das machen wir jetzt hier. Wir ziehen wieder dy ab, nämlich 4 und erhalten 2,5. 2,5 ist größer, das heißt, wir dürfen nicht mit dem y weitergehen. Deswegen markieren wir jetzt diesen Punkt hier. Da zeigen unsere Pfeile hin. Und weil wir mit y nicht weitergegangen sind, bleibt unser f jetzt einfach so, wie es ist. So, wir sind wieder beim nächsten Schleifendurchlauf. Sind jetzt also hier mit dem x. Und wir berechnen uns f neu. F3 ist jetzt also unser altes f, sind 2,5 minus 4 sind minus 1,5. Wir haben also wieder eine negative Zahl. Das heißt, mit unserem y gehen wir 1 hoch. Sind jetzt hier. Das heißt, der Punkt, den wir markieren, ist der hier oben. Und wir sind mit dem y 1 hochgegangen, deswegen wird das f wieder verändert. Es ist so eine Art Reset, den man da macht, weil man ja immer eine Stufe hochgeht sozusagen. Was machen wir da nochmal? Wir addieren unsere 7, unser dx wieder auf. Das heißt, minus 1,5 plus 7 sind 5,5. Und der nächste Schleifendurchlauf geht los. Wir sind jetzt hier bei unserem x, berechnen unseren Fehler neu, minus 4. Wir erhalten 1,5. 1,5 ist positiv, das heißt, mit unserem y machen wir nichts, das bleibt einfach so. Das heißt, dieser Punkt hier wird markiert. Und ihr seht schon, wir erhalten so eine Art Linie und wie wir uns gedacht haben, so ein Treppenmuster entsteht, aber es sieht eigentlich ganz gut aus und es läuft sehr gut an dieser Linie entlang. So, wir haben das y ja nicht verändert, deswegen alles Paletti. Nächster Schleifendurchlauf. Fast fertig. Noch ein paar Schrittchen. Hier sind wir jetzt mit unserem x. Fehler neu berechnen, das ist dann schon der Fehler 5. Wir nehmen wieder den alten Fehler, das ist die 1,5 minus 4 sind minus 2,5. Wieder ein negativer Betrag, das heißt, wir dürfen mit unserem y nach oben. Und dadurch markieren wir diesen Punkt hier.
Der hätte es ja auch sein müssen, der lag ja eh schon so gut wie drauf. So, wir haben das y verändert, deswegen verändern wir unser f und zählen wieder die 7 drauf. Das sind dann, Quatsch, 4,5. Ui, da spicken können. So, wir ziehen. Quatsch, da sind wir noch gar nicht. Wir machen einen Schritt. Dann wird das aus das f neu berechnet. So. Minus 4. Wir kriegen 0,5. Das ist ein positiver Wert. Und deswegen dürfen wir mit dem y nicht nach oben gehen. Bleiben da, wo wir sind. Markieren also diesen Punkt. Und damit ist der Algorithmus eigentlich fast fertig. Denn wir sind einen Schritt vor dem letzten. Bei dem letzten spart man sich die Rechnerei wieder, denn wir wissen ja, dass der letzte Punkt auf einem ordentlichen Fleck liegt. Das heißt, den dürfen wir auch einfach anmalen. Cool. Und damit haben wir jetzt unsere Linie gezeichnet. Jo, sieht doch gut aus, würde ich mal sagen. Sehr ordentlich. Immerhin so zwei Stüfchen hochgegangen. Das sieht doch gut aus. So, ich glaube, das war ziemlich verwirrend. Ich würde sagen, wir versuchen uns hier jetzt nochmal schnell an einer Zusammenfassung. Also fassen wir nochmal zusammen. Was muss ich als allererstes machen? Als allererstes muss ich dx und dy berechnen. Dann muss ich feststellen, was die schnelle Richtung ist. Danach muss ich den Fehler berechnen. Der war die schnelle Richtung. Geteilt durch 2. Dann können wir den ersten Punkt markieren. Denn wir wissen ja, der war ja ganz sicher auf einem ganz normalen geraden Fleck. Und dann sind wir in der Schleife. In der Schleife sind wir so lange in der Schleife sind wir ja so lange, bis wir am vorletzten Punkt sind. Und zwar am vorletzten Punkt der schnellen Richtung. Wie ihr gemerkt habt, SR soll für schnelle Richtung stehen. So, in der Schleife sind wir jetzt drin. Was machen wir da immer? Da machen wir immer Folgendes. Wir laufen immer ein Kästchen an der schnellen Richtung entlang. Und dann müssen wir den Fehler neu berechnen. Und das haben wir gemacht, indem wir den Fehler genommen haben, den alten Fehler minus die langsame Richtung. Und dann kam ja immer so eine Art Fallunterscheidung. Und zwar, wenn der Fehler jetzt kleiner ist als 0, dann sind wir einen Schritt in der langsamen Richtung entlang gegangen. Und wir mussten danach den Fehler ja sozusagen wieder resetten, indem wir ihn genommen haben und die schnelle Richtung wieder drauf addiert haben. Und am Ende der Schleife, also am letzten Schritt in der Schleife, setzt man dann noch den Pixel an der Stelle, wo wir eben gerade sind. Also an dem Ort, wo wir gerade in der schnellen und an dem Ort, wo wir gerade in der langsamen Richtung eben uns befinden. Und dann ganz zum Schluss noch. Den allerletzten Pixel noch setzen. Den darf man nicht vergessen. Also den Endpunkt der Linie. Wenn euch das, wie ich das jetzt aufgeschrieben habe, irgendwie viel zu ungenau und komisch formuliert ist und ihr vielleicht lieber doch so ein bisschen Pseudocode oder richtigen Code in die Richtung angucken würdet, dann rate ich euch einfach zum Wikipedia-Artikel. Da ist der nämlich auch ganz schön aufgeschrieben. Es macht keinen Sinn, dass ich den hier jetzt irgendwie auch euch noch zeige. Den könnt ihr auch einfach selber nachgucken. Gut, und wie immer zum Schluss
würde ich sagen, gebe ich euch noch eine kleine Aufgabe mit. Und zwar möchte ich, dass ihr euch über zwei Sachen Gedanken macht. Als allererstes hätte ich gerne, dass ihr auch mal so eine Linie macht. Und zwar von 00 nach, sagen wir mal, nach 2,5. Und als zweites fände ich es gut, wenn ihr euch mal ein bisschen Gedanken darüber macht, was man machen muss, wenn man Linien auch in andere Richtungen zeichnen will. Also wenn wir hier wieder unseren Ursprung haben, dann haben wir ja bisher Linien gezeichnet, die in etwa so ausgesehen haben. Aber was muss ich denn machen oder was muss ich verändern an dem Algorithmus, wenn ich Linien zeichnen möchte, die zum Beispiel so aussehen oder so aussehen? Lösungen und Anmerkungen gibt es wie immer unter dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch was gebracht hat, klickt doch mal auf den Flatter-Link, das würde mich besonders freuen. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.